Nadja Boris Szewczyk studierte Philosophie an der Universität Wien. Sie ist Projektleiterin bei Equalisend in Wien, darüber hinaus seit ca. 15 Jahren Engagement im queerfeministischen Kunst- und Kulturbereich im Rahmen unterschiedlichster Formate, wie zum Beispiel Performance-Dramaturgie, Ausstellungskuratierung, Text- oder Eventproduktion. In den 90ern ist in Österreich auch die Transgender-Bewegung zur Schwulen- und Lesbenbewegung gestoßen und man hat sich gegenseitig vorsichtig vereinnahmt. Transgender selber hatten aber oft große Schwierigkeiten in der Akzeptanz der Lesben. Wie hat sich das aus der doch privilegierten queeren Perspektive der Universität dargestellt? Ich habe einfach so in Erinnerung, aus den 90er Jahren besonders, auch danach noch, dass es sehr oft Diskussionen gab um women-only places, ja, also sozusagen Orte, wo dann halt nur Frauen eigentlich reingehen hätten, die eben nur für Frauen gedacht waren. Also es gab Orte wie das Frauencafé zum Beispiel oder das Frauenzentrum, wo es Women-Only Places, Plätze nur für Frauen gab, was aus meiner Sicht durchaus Sinn gemacht hat oder an einer bestimmten Stelle der Geschichte Sinn gemacht hat und sicher auch für manche Frauen an einer bestimmten Stelle ihrer Geschichte hat das Sinn, ja, sicher auch für Männer, um einfach so mal Distanz zu nehmen und den Raum zu erproben, ja. Aber da gab es halt schon oft so Diskussionen, das ist eine Transgender-Person, ist das jetzt eine richtige Frau oder nicht, darf die da jetzt rein oder nicht, ja. Und da haben sich die Gemüter erhitzt bis zum geht nicht mehr, ja. Aus der Perspektive der Uni, also aus meiner Perspektive, die immer so eine war, eher so aus einem Antidiskriminierungsansatz heraus auch, ja, aus einem emanzipatorischen, habe ich mir halt gedacht, na gut, wenn wir das jetzt ernst nehmen wollen, ja, dass es nicht um unsere Biologie geht, die uns zu irgendetwas bestimmt, sondern dass unser Geschlecht vorwiegend ein sozial konstruiertes ist, dann muss ich das auch ernst nehmen, wenn da ein Mensch steht, der vielleicht als Mann geboren wurde und jetzt sagt, und ich lebe jetzt aber gesellschaftlich als Frau, ja, und ich möchte jetzt da rein, dann sage ich, dann komm rein, ja. Und das war dann auch so ein bisschen meine Haltung, was bleibt von der Frage, die mich schon umgetrieben hat, bin ich ein Mann, bin ich eine Frau, dass ich mir gedacht habe, das, was jemand sein will, das gilt für mich. Also sozusagen, wenn jemand sagt, ich will eine Frau sein, dann sage ich, okay, dann sei eine Frau und ich werde versuchen, dich so, also zu nehmen oder zu sehen, ja. Wie ist deine Erinnerung an die erste Regenbogenparade? Die erste Regenbogenparade in Wien, glaube ich, war 1996, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war für mich so umwerfend. Das war Goosebubble, also Gänsehaut, allüberall. Und es hat mich so tief berührt und es hat mich so... Also jetzt, wenn ich gerade erzähle, kriege ich wieder Gänsehaut, ja. So toll war das für mich, so aufregend. Ich habe es auch in keinem anderen Land vorher erlebt. Das war überhaupt meine erste Regenbogenparade. Also, ja, wirklich, wirklich toll. Und das ging so, eben jedes Jahr Regenbogenparade und auch die zweite war noch schön und dann war ich vielleicht einmal dabei und einmal nicht.